Ampulle kann während des Spritzens leer werden, ohne dass die volle Dosis gespritzt wurde. In diesem Fall stoppt der Drehknopf, bevor die länglichen Dreiecke am Ende des Schurpal übereinander stehen. Das Dosierfenster zeigt nicht 0,0 an. Die Ampulle ist also leer, obwohl die Dosis noch nicht vollständig abgegeben wurde. Der Schurpal-Pen merkt sich, wie viel du noch spritzen musst. Du brauchst dazu nur eine neue Ampulle einzulegen. Wir zeigen dir, wie das geht. Mit der äußeren Nadelabdeckung schraubst du die Nadel sicher ab und entsorgst sie. Achte jedoch darauf, den seitlichen Auslöseschieber nicht zu drücken, da sonst die verbleibende Dosis gelöscht wird. Entferne dann den Patronenhalter vom Schurpal-Pen. Drücke von unten gegen das Ende der leeren Ampulle, um sie aus dem Patronenhalter herauszubekommen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Setze eine neue Ampulle in den Patronenhalter ein. Du musst einen Klick hören. Befestige den Patronenhalter mit der Ampulle am Schurpal. Reinige das Ende der Ampulle mit einem Alkoholtupfer. Bereite eine Nadel vor. Ziehe das Papier ab und schraube die neue Nadel auf. Bewahre die äußere Abdeckung der Nadel auf. Fasse die innere, graue Nadelkappe, ziehe sie ab und werfe sie weg. Drehe den Drehknopf dieses Mal nicht. Er ist bereits so eingestellt, dass er die korrekte verbleibende Menge spritzt. Drücke ohne Berühren des Drehknopfs den seitlichen Auslöseschieber nach unten, um den Spritzvorgang fortzusetzen. Entferne zum Schluss die Nadel, lege den Schurpal wieder in das Etui und lege alles zurück in den Kühlschrank.